Mama, ich muss jetzt auflegen. Ich habe echt keine Zeit. Ja, ich denke ans Essen. Ich mache mir gerade eine Pizza. Nee, die mache ich natürlich nicht selbst. Was denkst du denn? Ja, ich weiß, dass das nicht mega gesund ist. Aber denkst du, ich habe jetzt noch Zeit zu kochen oder was? Ja, nee, habe ich nämlich nicht. Okay, ja, tschüss. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht jeden Tag Lust, lange in der Küche zu stehen. Und manchmal fehlt mir auch ganz einfach die Zeit. Stattdessen schiebe ich gerne mal was in die Mikrowelle oder in den Ofen. Aber leider haben Fertiggerichte ja einen mega schlechten Ruf. Ungesund, dickmachend und sogar krebserregend sollen sie sein. Stimmt das wirklich? Und geht es nicht auch ein bisschen gesünder? Wir schauen uns jetzt mal an, was an Fertiggerichten problematisch ist und was man guten Gewissens aus der Tiefkühltruhe futtern kann. Fertiggerichte boomen immer mehr. Vor allem der Konsum von Tiefkühlgerichten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verdreifacht. Wie sieht es bei euch aus? Greift ihr auch ab und zu Fertiggerichten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst mir auch gerne ein Abo da. Und hier kommt leider schon die schlechte Nachricht. Dass Fertiggerichte krank machen können, da ist tatsächlich was dran. Mehrere Studien zeigen, mit einem häufigen Konsum von Fertiggerichten über einen längeren Zeitraum hinweg steigt das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber woran liegt das? Mit Zucker, Salz und schlechten Fetten sollten wir ja möglichst sparsam sein. Das rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und dafür sollten wir umso mehr Vitamine und Ballaststoffe essen. Bei Fertiggerichten ist es leider nur genau andersrum. Wenig Nährstoffe, viel Zucker, Salz und schlechte Fette. Und diese Kombi ist leider ungesund. Denn wer zu viel Zucker und Fett zu sich nimmt, hat ein höheres Risiko für Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und für Adipositas, also Fettleibigkeit, was ebenfalls das Risiko für die genannten Krankheiten und sogar Krebs erhöht. Auch zu viel Salz kann Bluthochdruck und Magenkrebs begünstigen. Mit einer Tiefkühlpizza zum Beispiel habt ihr schon einen großen Teil der empfohlenen täglichen Höchstmenge an Salz gedeckt. Die sollte bei maximal 5 bis 6 Gramm liegen. Eine einzelne Tiefkühlpizza hat aber schon rund 10 Gramm. Salz ist aber nicht nur ein Geschmacksverstärker, sondern konserviert auch gut. Deswegen wollen viele Hersteller daran nicht sparen. Und damit wären wir schon beim nächsten Punkt. Konservierungsstoffe und andere Zusätze. Fertiggerichte sind oft hochverarbeitet. Das heißt, es waren viele Verarbeitungsschritte nötig, damit dieses Essen jetzt hier bei mir auf dem Tisch steht. Klar, damit ich nicht so viele Schritte machen muss, außer denen vom Ofen zum Teller. Nur während der industriellen Verarbeitung werden dem Essen ganz schön viele Zusatzstoffe wie etwa Farb- und Konservierungsstoffe hinzugefügt. Viele davon sind unbedenklich. Manche sind aber umstritten oder nicht ausreichend erforscht und stehen im Verdacht, in großen Mengen Allergien oder Krankheiten zu begünstigen. Wie zum Beispiel Diabetes, Reizdarm oder auch Darmkrebs. Wenn ihr jetzt denkt, oh no, jetzt kann ich mir mein Lieblings-Es-muss-schnell-gehen-Gericht nicht mehr schmecken lassen, habe ich eine gute Nachricht. Das Bundeszentrum für Ernährung sagt nämlich, unterm Strich ist ein Fertiggericht nur so gesund wie seine Zutaten. Klingt logisch, oder? Deswegen lest euch am besten immer kurz die Liste der Inhaltsstoffe auf der Rückseite der Verpackung durch. Wie man da durchblicken soll, fragt ihr euch. Ein gängiger Tipp lautet, je mehr Wörter ihr auf dieser Liste so gar nicht versteht, desto mehr künstliche Zusätze stecken wahrscheinlich im Essen. Hier ein kleines Beispiel. Natriumnitrit, Diphosphate, Mono- und Diglyceride, Guarkernmehl, Dextrose. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt der Zutatenliste einer Tiefkühlpizza mit Salami, Schinken und Pilzen drauf. Bei der Veggie-Pizza Mozzarella, die ich hier auf meinem Teller habe, ist die Liste schon viel kürzer. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Salz und Zucker stehen aber auch bei meiner Pizza recht weit oben auf der Liste. Was bedeutet, dass davon viel drinsteckt. Das ist also auch was, worauf ihr achten könnt. Je weiter hinten Zucker und Weizenmehl zum Beispiel stehen, desto besser. Und noch ein Hinweis. Zucker wird gemeinerweise nicht immer Zucker genannt, sondern versteckt sich hinter 70 verschiedenen Namen. Die meisten enden auf -ose. Unter anderem Dextrose, Fructose oder Glucose. Das macht den Überblick dann schon wieder schwerer. Übrigens, Fun Fact am Rande. Durchschnittlich isst jeder Deutsche 13 Tiefkühlpizzen im Jahr. Sie ist zwar am beliebtesten unter den Fertiggerichten, als Pionier-Fertigessen gilt jedoch ein anderes. Die Dosenravioli.
1958 lief die erste Dose, Achtung, in Deutschland vom Band und sie sollte damals das deutsche Fernweh nach Bella Italia stillen. Ein echter Italiener würde sowas wohl kaum essen. Wenn während meines Studiums am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig war, habe ich manchmal auch mehr davon gegessen, als mir lieb war. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Wenn ihr jetzt Lust auf Nudeln bekommen habt, dann findet ihr da ja inzwischen eine riesige Auswahl an Fertiggerichten in den Supermärkten. Nudelsalate, Spaghetti Carbonara aus dem Kühlregal, Lasagne in allen Formen und Farben. Damit ihr die auch noch übermorgen essen könnt, sind Konservierungsstoffe drin. Sie machen das Essen länger haltbar. Besonders aufpassen solltet ihr bei diesen hier. Natriumnitrit, Sulfite und Phosphorverbindungen. Da warnen zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation oder die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, vor einem zu hohen Konsum. Klar, diese Stoffe sind alle von den zuständigen Behörden reguliert und zugelassen, sonst dürften sie gar nicht in den Lebensmitteln drinstecken. Sie dürfen aber eben nur in bestimmten Mengen verwendet werden, weil zu viel von ihnen möglicherweise ungesund ist. Manchmal sind die Zusatzstoffe hinter E-Nummern versteckt. Dann lässt sich noch schwerer entziffern, ob sie schädlich sind. Wir haben euch einen Link zur Liste der E-Nummern in die Videobeschreibung gepackt. Aber ihr habt auch selbst einen Einfluss auf die Menge der Konservierungsstoffe. Wenn es unbedingt und ganz schnell Lasagne sein muss, schnappt euch lieber die aus der Tiefkühltruhe im Supermarkt anstatt die aus dem Kühlregal. Denn die braucht weniger Konservierungsstoffe, um lange zu halten. Sie wird nämlich schon durch die Minusgrade haltbar gemacht. Mmh, das duftet! Ihr ahnt es schon, in dieser Tütensuppe sind Aromen drin. Die sind da, damit das Essen noch besser schmeckt, wenn das viele Salz und der ganze Zucker noch nicht ausreichen. Unsere Geschmacksnerven gewöhnen sich schnell an beides. Und wenn sie zu viel davon kriegen, finden wir weniger stark gewürzte Gerichte nicht mehr so lecker. Übrigens, wenn auf der Zutatenliste natürliche Aromen steht, heißt es leider nicht, dass da die pure Natur drin ist. Die müssen zwar aus natürlichen Rohstoffen stammen, das können zum Beispiel pflanzliche oder tierische Stoffe oder Schimmelpilze sein, what? Werden aber genauso wie künstliche Aromen in einem chemischen Prozess hergestellt. Und wenn ihr euch fragt, warum meine Tütensuppe hier so schön cremig ist, das habe ich den Emulgatoren zu verdanken. Die verbinden nämlich Öl mit Wasser. Leider können sie aber auch Darmkrankheiten fördern. Einige Zusatzstoffe könnt ihr euch sparen, wenn ihr zu Bio-Fertigprodukten greift. Denn durch die EU-Öko-Verordnung sind in denen nur 56 verschiedene Zusatzstoffe zugelassen. In konventionellen Lebensmitteln dürfen mehr als 300 Zusatzstoffe eingesetzt werden. Da wäre jetzt so eine Bio-Suppe aus dem Glas schon mal besser als meine Tütensuppe hier. Von einigen Herstellern gibt es inzwischen auch Fertiggerichte ganz ohne Zusatzstoffe. Markenprodukte sind dabei nicht zwingend besser als No-Name-Produkte. Das haben einige Experimente gezeigt. Übrigens, als kleines Schmankerl am Schluss hat eine Studie aus den USA gezeigt, wer viele Tiefkühlgerichte isst, nimmt weniger Kalorien und mehr wichtige Nährstoffe zu sich als jemand, der oft in Fast-Food-Restaurants isst. Fassen wir nochmal zusammen. Immer auf die Zutatenliste schauen und die Gerichte mit einem möglichst geringen Zucker- und Fettgehalt kaufen. Außerdem sind wenige komplizierte Begriffe und E-Nummern meistens ein gutes Zeichen. Greift am besten zu Bioprodukten und lieber zu Tiefkühlgerichten als zu denen aus dem Kühlregal. Ein Bio-Tiefkühlgericht mit viel Gemüse drin, also beispielsweise eine Gemüsepfanne oder auch ein Curry, das sind Fertiggerichte, die ihr guten Gewissens auch mal essen könnt. Und wie immer gilt, alles in Maßen genießen und euch vielleicht nicht jeden Tag ein Fertiggericht gönnen. Und wenn ihr euch, während ihr dieses Video schaut, schon selber eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben habt, dann hilft noch mein letzter Tipp. Peppt euer Fertiggericht mit frischen Zutaten auf. Also legt zum Beispiel frische Tomaten, Paprika und Kräuter auf die Pizza. Ungesunde Ernährung, die uns überall angeboten wird, und zu wenig Bewegung sorgen dafür, dass mehr als die Hälfte der Deutschen übergewichtig ist. Hilft dagegen die Abnehmspritze? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Dr. Eckart von Hirschhausen diskutiert. Er hat zum Thema Abnehmspritze auch eine sehr sehenswerte Doku gemacht. Die findet ihr hier in der ARD-Mediathek. Bis bald!